Man, hallo Guys, Mensch ist genial, Sportquiz und ich glaube auch hier die unsere Sportfans, ihr wisst ja Bescheid, dass immer samstags auch Bundesliga-Quiz ist. Und Darts-Quiz habe ich in Arbeit gegeben, das wird bald auch wieder kommen, keine Sorge, Darts-Quiz bald dabei. Wir werden auch bald ein Eishockey-Quiz machen, ist ja bald Eishockey-WM. Oh yeah. Und die Zeit legen wir los, schön, dass du viel dabei sind. Ja, Mann, Darts-Quiz schreibt man, ja, das ist aus Kapstadt, oh. Kapstadt. Wow. What a life. Hallo Jan, Winston und Travis. Hallo, hallo. Hallo. Sehr gut, sehr gut. Schön, dass ihr alle dabei seid. Freut mich doch immer wieder. Tor für den HSV. Stimmt, Hamburg spielt ja gerade, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Morgen ist ja Berlin gegen Leipzig und da haben wir auch die Quote des Tages. Die kommt ja da wieder. So. Alle gut drauf? Na klar, wir sind immer gut drauf. Immer gut drauf, Leute, immer gut drauf. Ein Allgemeinquiz, ja, ja. Denkt dran, Samstag haben wir auch einen Schlagerquiz, das bereite ich vor. Erzähle ich aber später nochmal. Und guten Abend, liebe Leute. Jan Tauer wieder hier für das Sportquiz um 20.45 Uhr, wie wir es ja immer dienstags haben und immer dabei. Wie auch immer, der Winston. Yes, sir. Sehr gut. Und ihr wisst ja, Dienstag ist ja immer Sport, bis 12 Fragen rund um das Thema Sport. Und da haben wir auch immer einen sehr besonderen Preispot dabei. Und den möchte ich direkt präsentieren. Und zwar sind das 300 Euro, liebe Leute. Das ist nicht schlecht. Und wir erinnern nochmal dran, Samstag, ja, da haben wir wieder unser Bundesliga-Quiz um 14.30 Uhr. Und ja, da möchte ich euch bitte erinnern, da sind nur die besten Preispotte zu gewinnen. Also schaltet immer wieder ein. Da Samstags mal phänomenal viel zu gewinnen. Und danach um 20.15 Uhr haben wir ein Schlagerquiz. Dafür werden wir noch einen schönen Push machen und ein bisschen was aufzeigen auf Instagram auf jeden Fall. Deshalb solltet ihr uns auch dort folgen. Da sind wir wieder da, ne? Samstags, oder? Genau, also ich bin auf jeden Fall Samstag da. Ich Tör ist diesmal nicht. Muss ich auf die Schule vorbereiten. Aber wir legen los gleich, liebe Leute. Hoffe, es geht euch gut. Kein Tor, schreibt jemand. Okay, Miau Quiz, HSV, atemlos. Genau, atemlos. Vielleicht wird das auch dabei. Wir lieben Pommes, jawohl. King of Queens Quiz ist auch in Arbeit. Das verspreche ich euch. 3, 2, 1, Mainz, sage ich wie immer. Erste Frage. Ich drücke euch die Daumen. Die kommt hier. Wie heißt das Schwimmzeichen? Frühschwimmen. Umgangssprachlich in Deutschland. Seegurke. Pferd. Und da haben wir noch nichts dabei. Können wir uns kurz reinholen, weil du bist ja einer, der kennt sich ja bestimmt aus mit sowas. Ne? Hast du das Abzeichen, was wir suchen? Nein, aber schwimmen kann ich. Ja. Nur ich arbeite nicht für diese Schwimmzeichen. Also du hast einen Segel. Den gibt's nicht. Was gibt's denn? Es gibt weder den Seegurken noch den Segel. Dankeschön, Seepferdchen ist natürlich korrekt. Vielen, vielen Dank an den Experten. 8.464 Leute wussten das sehr, sehr gut. Und ihr gebt uns in die Frage Nummer 2. Und wir wechseln die Sportart zum Handball. Gibt es beim Handball Torwarte? Ja oder nein? Klassiker, sagt Dörrs. Das ist wirklich eine interessante Frage. Aber das sollte man doch wissen, weil viele sagen, dass das mit Abstand die wichtigste Position ist im Handball. Das stimmt. Das heißt, hat man einen guten Torwart, dann hat man eine sehr gute Chance auch zu gewinnen. Und deshalb, selbstverständlich, gibt es Torhüter. Ja, ist hier korrekt. Wie viel wussten das? 8.225. Yes, sehr gut. Ja. Frage Nummer 3. Pferdesportart. Oh, jetzt habe ich schon fast verraten. Aber wir haben das ja schon vorher gesagt. Welches Tier steht beim Voltigieren im Fokus? Hund, Pferd, Elefant oder Papagei? Habe ich euch einen kleinen Tipp gegeben. Ja, ja, ja. So. Manche. Genau. Geben wir gerne auch Hilfen. Wie gesagt, wird durch den Longeführer gelenkt. Und zwar ist es das Pferd. Bitteschön. Bitteschön. Letzte, die ich euch heute gebe, muss ich jetzt schon mal sagen. Weitermachen wir mit der Frage Nummer 4. Da bin ich mal gespannt, ob ihr das auch wisst. Kommt hier. In welchem Sport waren Kerry Webb, Mikey Wright und wir haben das nachgeguckt, es waren auch schon ein paar ältere Varianten dabei, ne? Ein bisschen Damen, die Legenden waren. Was ist hier los mit dem Ton? Oh! Da haben wir die Hälfte fast verloren. Ist bitte aber noch nicht ein Pfosten raus, der kommt bestimmt später. Der kommt schon wieder. Rettungsring benutzt, liebe Leute. Und bei der nächsten Frage, guck uns ein Bild an, guck genau auf den Hintergrund. Aha.
Wimbledon French Open. Und wir haben das vor auch dem Quiz diskutiert. Der Travis meinte, sagt es ja schon ein bisschen, ne? Genau, der Travis meinte aber, er war zwischen Wimbledon und French Open. French Open werden aber auf Sand gespielt, US Open und Australian Open auf Hartplatz. Aber nur ein Turnier wird auf Rasen gespielt, das legendäre Turnier in London. Wimbledon ist natürlich korrekt. Das wussten wiederum die meisten. 1000 Leute im Rettungsring benutzt. Sehr gut. Für die Frage 6 brauchen wir nochmal unseren Experten, der uns die Frage vorliest. Frage Nummer 6. Was ist das für eine Scheiße? Haben die Chicago Bulls den Super Bowl gewonnen? Ja oder nein? Das ist eine interessante Frage, weil jetzt muss man wissen, welche Sportart haben die denn gemacht? Weil den Super Bowl, den gewinnt man ja Winston. In welcher Sportart? In American Football natürlich. Genau, richtig. Und welche Sportart gewinnt man den Pokal, den wir suchen, von den Chicago Bulls? Das ist der Larry O'Brien. Deshalb ist nein die korrekte Antwort, weil die spielen ja Basketball, die Chicago Bulls. Da haben wir ein paar verloren. Vielen Dank. Letzte Frage, wo wir unseren Rettungsring anwenden können. Die kommt hier, die Frage Nummer 7. Und vor der Frage 7 gibt's ein Bild. Mhm. Das haben wir schon mal gesehen. Ja, das haben wir schon. Beim Formel 1 Quiz, glaube ich, hatten wir das schon mal. Aha. Aber die Frage hierzu. Welches Formel 1 Team fährt diese Autos? Williams Racing, Aston Martin, McLaren oder Scuderia Ferrari? Und ein Auto muss man hier ausschließen. Ganz ehrlich, Ferrari, die haben ja rote Autos. Ja. Das kann man ja so sagen. Logisch. Und die zwei Fahrer, die hier in dem Auto fahren, das sind Daniel Ricciardo und Lando Norris. Ja, und die fahren diese Saison für McLaren. Das wussten 2684. Haben wir auch viele verloren trotzdem. Eieieiei. Es wird aber schwieriger. Es wird noch schwieriger. Das kann auch ein guter Pott werden. Das kann man so schon mal sagen. Frage Nummer 8. Magnus Carlsen wurde zuletzt 2018, 2021 Weltmeister. In welcher Disziplin? Limbo-Tanzen, Texas Hold'em, Poker, Snooker oder Schach? Magnus Carlsen, Norweger. Bekam den Titel Großmeister bereits mit 13 Jahren. Boah. Und seit 2013 Schach-Weltmeister. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, Schach ist hier korrekt. Wahnsinn. Und das wussten auch die meisten. 2273 geben wir uns die letzten vier Fragen. Und bei der Frage 9 brauchst du einen Experten wieder. Hallöchen, du kannst ja so gut Englisch. Aber heute ist ja die Technik richtig scheiße. Also, das ist ja echt Mist. Und auch aus der Athletik kennt. Leichtathletik meine ich, sorry. 1712. Kein Problem. Die Leute sehen ja eh die Antwort. Ab ins Bett schreibt einer, ja, das stimmt schon. Wahrscheinlich ist es zu spät. Richtige Antwort: 1609 Meter ist korrekt. Das wussten doch wieder die meisten. Yes. Danke an den Experten. Kein Problem. Es ist ja spät, deshalb hat einen langen Tag gehabt. Weiter geht's. Frage Nummer 10. Welchen Fußballverein oder welche Nationalmannschaft trainierte Lothar Matthäus nie? Maccabi Netanya, Rumänien, SK Rapid Wien oder Ungarn? Mhm. Der gute alte Lothar, ja, überragender Typ auf jeden Fall, trainierte Rapid Wien, Partizan Belgrad, Paranense, Red Bull Salzburg, Maccabi Netanya, Ungarn, Rumänien. Nie trainiert, das ist korrekt. Kommt der Pfosten raus. Zack, da ist er. Ja. Genau, zwei Fragen haben wir noch. Das kann ein guter Bot werden heute. 4200 Leute schauen noch zu. Sehr gut. Ein kleines Fußballstadion, was hier die Leute anfeuert. Frage 11. Wie heißen die 6 ältesten Franchises im amerikanischen Eishockey? Old Six, Original Six, First Six oder Big Six? Und da möchte ich bitte, dass der Winston alle 6 vorliest. Da haben wir, ich habe die hier geschrieben, da haben wir die Canadiens, the Leafs, the Bruins, the Rangers, the Red Wings und natürlich the Blackhawks. Genau, richtig. Und das sind die Original Six. Wie viel wusste das? 324 Leute. Sehr gut. Letzte Frage, Freunde. 324 Leute kämpfen um 300 Euro. Experte kann reinkommen nochmal. Nur als Glücksbringer. Ich lese die Frage vor. Frage 12. Welche der folgenden Arenen ist die Heimarena für ein Team in der MLB? Kaufmann Stadium, Providence Park, Lambeau Field oder Quicken Loans Arena?
Winston, was muss man wissen? MLB, was ist das für eine Sportart? Major League Baseball. Baseball, ja, dann können wir schon mal sagen, Providence Park ist falsch, weil da spielt man Fußball in Portland. Mhm. Lambeau, das spielen die Green Bay Packers und die spielen die American Football. Und Quicken Arena, ja, das ist die Heimatstätte der Cavaliers und die spielen Basketball, deshalb Kaufmann Arena ist korrekt, da spielen die Kansas City Royals. Oh, 61 Leute haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, es gibt 4,92 €. Nicht schlecht. Nice. Und denkt dran, Samstag geht's weiter mit Sport morgen, aber Logo-Quiz nicht vergessen, 20:15. Wir lesen ein paar Gewinner vor. Henny, 16.1089. Johansen. Innersus, 3.367. Nikolaus Enkel, 68. German Quizmaster. Wohler, 70. Türschi, 64. Liste Champ. Rollobo. Und Kickass. Herzlichen Glückwunsch an euch. Sehr gut gemacht. Kim Logo Quiz. Schaltet bloß ein. Ich wünsche euch das Beste. Und Winston, danke für heute. Schönen Abend. Schlaf gut. Tschüss. Ja, also die Technik heute war echt nicht gut. Ich habe ja auch einige Male eigentlich die Leute gar nicht richtig gehört. Und die Wimbledon-Frage, die hätte ich sogar auch gewusst. Das ist ja relativ selten bei mir bei Sport. Aber da konnte ich ja noch nicht mehr drücken. Das habt ihr ja gesehen. Das war ja, weiß ich nicht. Also Ton sehr stark mit Aussetzern. Und zwischendrin jetzt mit der Frage, die ich nicht beantworten konnte. Naja, gut. Dann gucken wir mal, was morgen das Logo-Quiz sagt. Hauptsache, da ist die Technik wieder ein bisschen besser. Aber jetzt war es gerade nicht sonderlich doll, muss ich sagen. Na gut, dann bis morgen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.